Wagner. Ja, liebe Besucher im VIP-Raum, ich darf jetzt um Ruhe bitten für die Pressekonferenz. Sie dürfen gerne auch zu uns kommen und aus nächster Nähe sich anhören, was die beiden Trainer zur heutigen Partie sagen. Aber ich bitte, die Gespräche einzustellen. Dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten. Das ist im Sinne für alle einfach fair, dass jeder alles gut verstehen kann. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Derby EV Landshut gegen den EV Regensburg. Der Endstand vor 2325 Besuchern im Eisstadion am Gutenbergweg 5:2. Bei mir sind wie immer die Trainer der Partie, Doug Irwin vom EV Regensburg und Alex Serikow vom EV Landshut. Wie immer gebührt dem Gästecoach das erste Wort. Doug, bitte dein Statement zum Spiel heute. Ja, guten Abend. Gratuliere die Landshuter zum Sieg und die 3 Punkte. Ich glaube, unsere Mannschaft hat ein sehr gutes ersten Drittel gespielt. Beim Druck gemacht, viele Torchancen verarbeitet. Torhüter vom Landshut war überragend im ersten Drittel. Sonst hätten wir vielleicht 3-4-0 führen können. Von dem Zeitpunkt, dass unser erster Tormann verletzt war, haben wir anders gespielt. Unser zweiter Tormann ist ein Viertel-Lizenz-Spieler, der ist ein Riesersee, weil die ihn gebraucht haben. Der zweite Tormann in Riesersee ist krank. Unser dritter ist unterwegs, beruflich. Und deswegen war er DNL-Tormann im Tor. Von dem Zeitpunkt, aber der hat in meiner Meinung zu seiner Möglichkeit gespielt. Der war nicht schlecht und er ist nicht schuld für die Niederlage, auf keinen Fall. Wir haben anders gespielt und die Landshuter haben anders gespielt. Und in den letzten 40 Minuten oder 35 Minuten war die stärkere Mannschaft, spritziger, zweikampfstärker. Und deswegen ist die 3 Punkte verdient. Unser Leistungsträger war zu leicht zum Ausschalten. Das war ein enges Spiel, 2-1, mit 20 Minuten zu spielen. Klar, wir haben unsere vierte Torhüter im Tor, das ist nicht optimal. Was schief laufen kann heute, ist schief gelaufen. Aber mit dem ersten Drittel war ich zufrieden, oder bis der Zeitpunkt, dass Cody Brenner verletzt war. Aber von diesem Zeitpunkt an war Landshut einfach besser. Danke. Danke, Doug. Kann man schon was zur Verletzung von Cody Brenner sagen? Die haben ihn zum Krankenhaus gebracht. Das ist vielleicht irgendwas am Kiefer oder. Es ist schwer zu sagen. Also, unser Physio meint, dass da was irgendwas am Kiefer ist, den man hören kann. Und der war ein bisschen schwindelig im Kopf. Und natürlich ist das schwierig für uns. Ich hoffe, dass wir unseren zweiten Tormann bekommen für Sonntag. Aber was schief laufen kann, momentan mit der Verletzung, wir haben viel Pech, aber das ist nicht der Grund für die Niederlage allein. Danke. Natürlich von unserer Seite gute Genesung auch an Cody Brenner. Gute Grüße bitte an ihn. Ja, Alex, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg. Ich glaube, du bist zufrieden. Dein Statement bitte zur Partie heute. Und ich bitte wirklich um Ruhe, dauert wirklich nicht lang, aber Sie hören aus erster Hand, was die Trainer zu der Partie heute zu sagen haben. Ja, grüß Gott miteinander. Die ganze Woche war brutal. Wir haben so viele Kranke in der Mannschaft. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich aufstehen soll. Der Hofi hat die ganze Woche nicht trainiert, der ist extra heute zum Spiel gekommen. Ich habe gesagt, Hofi, das hilft nicht, dann musst du durch, dann schlafst du morgen aus oder am Sonntag. Wie der Doug gesagt, das erste Drittel waren die Klappis. Ich glaube, der war Schussstatistik 15:3. Dann hat der Berger uns super ins Spiel gehalten. Aber dann ab dem zweiten Drittel haben wir die Zweikämpfe besser angenommen. Wir sind mehr gelaufen, mehr Schüsse zum Tor gebracht. Und von da an ist es gelaufen. Ja? Man sieht, wenn wir hart spielen, wenn wir laufen, dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Und so müssen wir weitermachen wie bis jetzt und dann wird es schon werden. Vielen Dank. Kann man durchaus auch einen Applaus geben, glaube ich. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann noch kurz die Zwischenstände aus den anderen Stadien. Tölzer Löwen gegen die Deggendorfer SC nach 58 Spielminuten 1:3. Für den Deggendorfer SC, der ERC Sonthofen gegen den EC Peiting nach 45 Spielminuten 1:1 und die Selber Wölfe führen klar 6:1 gegen die Blue Devils Weiden nach 47 Spielminuten.
Wir wünschen der Mannschaft ganz viel Erfolg am Sonntag in Deggendorf und wir sehen uns dann alle wieder am nächsten Freitag zum Heimspiel gegen die Tölzer Löwen. Den Gästen aus Regensburg eine gute und sichere Heimfahrt. Ihnen allen auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bis nächste Woche hoffe ich und bis dahin eine schöne Zeit. Servus, pfiat euch.